Und damit wieder willkommen zurück an Bord der Avenger bei den Jungs und Mädels von XCOM und mit mir, dem Cody. Und ja, es geht weiter mit unserem Kampf gegen die Aliens. Und als nächstes werden wir nochmal in die Soldaten-Roster reingucken, denn es hat sich ein bisschen was getan. Gab ein paar Kommentare, Wünsche etc. Erstmal vielen Dank, freut mich, dass das Ganze so positiv bei euch ankommt. Dementsprechend natürlich jetzt auch nochmal ein paar Dinge, die sich noch geändert haben. Und die werde ich euch nochmal zeigen hier. Zum Ersten, wir gehen von oben nach unten. Der gute Lemmy hat sich einen Cowboy-Hut gewünscht für seinen Charakter. Es ist das Naheste, was ich als Cowboy-Hut bezeichnen kann. Hat ein bisschen mehr so einen australischen Touch. Wenn er dir gefällt, lasse ich ihn gerne. Ansonsten gib mir Bescheid, was du gerne geändert haben möchtest, ob ich was raussuchen soll, etc. Das auf jeden Fall jetzt erstmal der geänderte Lemmy Danger. Was haben wir sonst noch so? Psycho L kennen wir schon, hat sich nichts geändert in dem Sinne. Ansonsten haben wir aber, wo ist er? Da ist er. Hier, den guten Rockland Kilmy. Ich hoffe, die Aliens nehmen es nicht zu wörtlich. Roski von TED 1500, sein gewählter Vertreter hier bei uns bei XCOM. Und er hat gesagt, irgendwas Ranger-mäßiges. Es war ein Ranger frei, also ein direkter Ranger. Daher ist er jetzt mit einer Schrotflinte. Oh, jetzt sehe ich gerade, dass die Tasche passt nicht so ganz hundertprozentig, aber sie ist mit dabei, mit einer Schrotflinte unterwegs. Er wollte gerne grün, punkig und ja, das ist dann so aus meinen, wie soll ich sagen, herumgegucke in unseren Möglichkeiten dabei rausgekommen. Wenn er so, dir so gefällt, so passt, lass man so. Ansonsten, falls du irgendwelche Wünsche hast, wie ich ihn ändern soll oder was dir überhaupt nicht gefällt, gib Bescheid. Und auch er hat eine kleine Charakterbiografie von mir verpasst bekommen. Kannst du ja mal eingucken. Und natürlich ihr allen anderen auch. Ich lasse mal durchlaufen, also ist ein bisschen länger als der Standard es anzeigt. Und ja, das ist unser neuer Ranger, Oski Rockland Kilmy. Ansonsten, auf ihn müssen wir noch ein bisschen warten, er ist schwer verwundet. Ist aus der letzten Mission hervorgegangen, genau wie die Freundin von Psycho L, Victoria Waters. Muss ebenfalls ein bisschen die Krankenstation drücken, die müssen wir bald auch erweitern, damit sowas nicht so lange dauert. Die gute Vicky, ich hoffe, sie gefällt dir. Ich habe deine Angaben so gut es ging umgesetzt. Falls du da noch Anmerkungen hast, gerne nochmal Bescheid geben. Das ist Vicky Waters, auch sie hat von mir eine kleine Biografie verpasst bekommen. Geht als Freundin von Psycho L, also ich weiß nicht, ob engere Freundin oder nur Bekannte. Sie schweigen sich dabei aus. Vielleicht sagt er dazu noch mehr. Mit in den Kampf gegangen. Dementsprechend haben sich die Trupps auch ein kleines bisschen verschoben. Und die beiden sind jetzt zusammen in dem momentan noch Thilo genannten Trupp untergebracht. Truppnamen. Ich bin noch zu keiner so richtigen Entscheidung gekommen, was ich machen will. Falls ihr noch gute Ideen habt für die Namen der Trupps, gebt Bescheid. Dann gucke ich, was ich machen kann. Wie es passt, gebe ich euch dann natürlich immer gleich Feedback. Das hier also Vicky Waters, ebenfalls mit Biografie. Und mal gucken, was du dazu sagst. Gehen wir raus. War sonst noch was? Lasst mich ganz kurz überlegen. Ich glaube, das waren alle gewünschten Änderungen. Ja, das war es soweit gewesen. Wenn der gute Friedi hier noch hier wieder einsteigt, es war jetzt leider nicht viel Zeit zwischen der letzten Folge und dieser, weil ich habe halt irgendwo auch, sag mal,
gewisse Zeiten, zu denen ich was machen kann. Und die beiden Folgen kommen nun mal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Von daher muss ich da jetzt direkt aufnehmen. Und Friedi, wenn du es mitbekommst, ich habe schon beim letzten Mal gefragt, was dein Charakter werden soll von der Klasse her oder ob du erstmal Kanonenfutter in Form eines Rekruten sein willst und dich dem Zufall ergibst oder ob du halt noch andere Wünsche hast, dann raus damit, solange lasse ich es erstmal offen, damit ich da deine Wünsche richtig umsetzen kann. Ansonsten war es das groß. Wenn ihr noch Wünsche habt, Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Jeder, der noch nicht dabei ist und möchte dabei sein, ihr habt Ideen, wie es ausschauen soll, ab in die Kommentare damit. Ich freue mich über alles und auch über jeden, der sich meiner Gnade ergibt. In der Richtung. Und ja, das war's für unsere Soldaten. Und dann gehen wir da raus. Ich gebe es offen ehrlich zu, ich habe zwischendrin schon mal ganz kurz reingeschaut in den Globus und ich weiß, wir werden direkt in die nächste Mission starten, denn auch der letzte Infiltrationseinsatz ist schon so weit, dass wir uns dafür entscheiden müssen. Commander, wir haben vom Widerstand Hinweise auf eine Einrichtung erhalten, deren Untersuchung sich lohnen könnte. Und zwar hier. Die ganze Sache muss beendet werden. Nur noch 3 Stunden, bis das Ganze abläuft. Die Jungs und Mädels haben es geschafft, super zu infiltrieren. 75%, hoher Wert. Die Alarmbereitschaft ist wachsam. Der Wildkreiskrag gilt als sehr gering, 10 bis 12. Aber wir haben ja gesehen, was das bedeutet bei unserem aktuellen noch Rookie-mäßigen Stand. Wir gucken es uns an, wie sich unser Trupp dort schlägt. Und da startet sie, die Operation Verstorbener Rächer. Wir sollen eine Workstation hacken. Mal gucken, was wir da in Chongqing, wie auch immer sie es ausspricht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Wenn nicht, korrigiert mich, falls ihr besser Mandarin sprecht als ich. Ich bleibe dabei. Verdammt viele Mandarin-Begriffe hier mit dabei. Gefährliche Passage in den Slums. Auf geht's. Menace 15, hier Avenger. Der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Alles klar. So, da ist unser Trupp von Grünschnäbeln. Mal gucken. Sollten mal gucken, dass wir hier halbwegs sicher durch die Gegend kommen. Befehl bestätigt. Mal nachschauen, ob wir irgendwas direkt finden. Kleiner Überblick übers Dach. Halten Sie sich von den Geschützen fern. Wir wissen immer noch nicht, ob sie vollautomatisiert sind oder aus der Ferne ausgelöst werden. Okay. Ein Geschütz, 2 Panzerung, 4 Trefferpunkte. Machen wir erstmal einen Feuerschutz. Kommen noch weiter aufs Dach rauf, aber keine gute Position da dabei. Dennoch würde ich ganz gerne nochmal jemanden auf dem Dach haben. So die beste Position. Machen wir das mal so. Passt. Und Feuerschutz. So, und dann quasi erstmal so ein bisschen so die Aufstellung hier entlang. Wir müssen uns ein bisschen vorhangeln. Gehen wir in die hohe Deckung. Riecht vertraut. Riecht vertraut. Verstanden. Halte die Augen offen. Okay. Naja. Hat wohl jemand eine gute Nase. Guck mal auch aufs Dach, aber da gibt es keine Deckungen. Bestätigt. Gucken wir mal die Seite rum, ob da uns noch was erwartet. Schaut im Moment noch nicht so danach aus. Auch die Kante der Karte. Schon unterwegs. Mal gucken. Eins kleinen Scout-Move. Okay, anscheinend erwartet uns an der Kante nichts groß bislang. Fahren wir. Bringen wir mal 2 Leute da rum.
kriegen wir da den Move hin, wenn wir... Ja, das passt. Ich möchte nicht durch das Fenster durchrauschen. In Ordnung. Denn das macht Krach. Das muss nicht sein. Nicht solange wir verborgen sind. Gut, zwei Mann dort. Ich denke mal, das reicht fürs Erste. Dann stellen wir uns noch mal ein bisschen auf. Legen wir noch mal eine hohe Deckung. Und los geht's. Ein bisschen weiter vor. Bestätigt. Überwachung läuft. Fenster ist dann leider auch kaputt. Und Dame da hinten. Roger. Feuerschutz. Feuerschutz und dann würde ich sagen doch noch mal einen aufs Dach. Bestätigt. Ohne Feuerschutz. Oder eine. Feindlicher Trupp entdeckt. Okay. Einmal ein Trupp. Alles klar. Haben wir doch jemanden da an der Kante. Sichtkontakt zur feindlicher Patrouille. Sind sie aufgedeckt? Zum Glück nicht. Also hier im Haus, hier dazwischen, in der Gasse und das Geschütz. Die beiden stehen voll im Sichtbereich. Haben eine recht gute Deckung. Ich würde sagen, wir stellen beide mal auf Feuerschutz. Augen auf. Beide. Auch noch. Augen auf. Wo kommst du denn so hin? Und keine Deckung. Auf dem Dach ist relativ wenig, was wir nutzen können. Ich würde sagen, sie bleibt da mal stehen. Feuerschutz. Schwierig. Bisschen um die Ecke. Ist zwar nach da ein bisschen weniger Deckung, aber... Gebe Feuerschutz. Ich denke mal, das macht Sinn. Denke ich zumindest. Wissen tue ich nicht. Ansonsten hier fehlt mir jetzt ein bisschen Deckung. Können wir nicht durch, weil sie durch die Tür muss. Sagt mir nicht so ganz zu. Wie viele haben wir noch? Wir haben da oben zwei, ne? Und unten zwei, die noch nicht gezogen sind. Gerne noch ein bisschen Unterstützung für die beiden da unten. Scheißdeckung. Ja, ich denke mal, besser, aus. Wenn die dann nicht ganz so nur zu zweit rumhocken. Bitte Feuerschutz. Nach hier Scheißdeckung. Das heißt, sie muss da weg. Aber ansonsten sind die Deckungen absoluter Unfug. Ich würde sagen, sie geht erstmal einen Schritt zurück in den Feuerschutz rein. Käme bis hier vor, aber da wird sie entdeckt. Von da aus sieht sie nur den Turm und der Turm dürfte ein recht freies Schussfeld auf sie haben. Zwar nicht so angezeigt, aber es ist einfach zu glatt. Wir könnten noch nach hier. Oder halt hier die Deckung, wo sie zwei Richtungen Deckung hat. Ja. Verstanden. Bin unterwegs. Dann sind die beiden noch. Die Aufstellung ist nicht optimal. Ganz offen. 77% auf das Geschütz, um es zu eröffnen quasi. Bei 74. Da würde ich Feuerschutz sagen.
Fangen wir dann schon an? Ich meine, wenn wir anfangen, werden die Jungs hier entdeckt. Das heißt, die Gruppe bewegt sich dann. Geilsten Schussfelder haben wir da ja nun mal nicht. Es ist relativ suboptimal, aber ich probier's. Ich probier's. Ich probier's. Mal gucken, was passiert. Das war nichts. Daneben? Ernsthaft? Komm schon. Sie kennen unsere Position. Okay. Das Geschütz kennt uns. Die Jungs kennen uns. Sehr schön. Und down. Sehr geil. Erledigt. Der war nicht so schön. Aber so die größte Gefahr aus dem Trupp ist schon mal raus. Sektoiden mit ihren Psi-Fähigkeiten sind echt nervig so zu Beginn. Schnappt sich hohe Deckung, okay. Sehr gut. Jawohl. Bestätigter Abschuss. Kommt noch wer in Sicht? Das war der Schutz. Die Schutzkleidung ist weg. Aber zumindest nichts, was jetzt uns hier auf. Hey, der Tote sieht gut aus, oder? Nichts, was uns jetzt auf lange Sicht irgendwie gefährdet für die nächsten Einsätze wegen Verletzung. Wir müssten das hier abstellen, die Wachsamkeit. Blenden wir den am besten, würde ich sagen. Oder wie ist die. Ah, habe ich mir schon gedacht, weil er sich eine hohe Deckung gezogen hat. Stellen wir erstmal die Wachsamkeit aus. Mit ein bisschen Glück erwischen wir noch einen. Mal gucken. Ne, nur einer. Aber das reicht ja schon mal für den Anfang. Glück vor. Wechselposition. Und mit Feuerschutz abdecken. Hohe Deckung Bestätigt, suchen. drück aus. Immer gut. 66% auf. Ne, du bleibst mal im Feuerschutz. Scanne Gebiet. Für das Geschütz haben wir noch genug Leute, die sich drum kümmern können. Du hast hier vorne hohe Deckung, siehst aber das Geschütz nicht. Okay. Du siehst das Geschütz, 78%. Den Schuss nehmen wir. Überprüfe Visier. Ja, bitte. Bitte. Prüfe das Visier. Okay. Nehmen wir das Geschütz mal weiter unter Feuer. Weil erstmal, ich würde sagen, erstmal mit denen, die weiter hinten stehen. Langsam müssten ja über 70% mal einen Treffer. Ja. Rüstung wurde getroffen. Einen Treffer darstellen. Gut. Oh, immer so mit Von der Rüstung Minimalschaden, abgeprallt. Leute. Guckt mir Ich das nicht muss bald an. nachladen. Nur die beiden noch. Erstmal oben. 70%. Geht doch. Erledigt. Sehr gut, dann schnappst du dir die Ich kann selber Hohdeckung. Munition bewege mich zum Ziel. Und gehst da auf Feuerschutz. Biete Feuerschutz. Gucken, was die jetzt treiben. Okay. Der dürfte so gut wie keine Sie Trefferchance sind haben. einfach überall. Nichtsdestotrotz müssen wir uns an den Rand wagen. Und vor allen Dingen wird wahrscheinlich auch noch irgendjemand irgendetwas irgendwo da drinnen stehen, wahrscheinlich. Bin gierig. Warum bin ich bloß so gierig? Schrecklich mit mir. Rücke Schnapp dir zu hohe Deckung. Zielkoordinaten vor. Noch ein bisschen so genau. Okay, warum erfasst es da auch die Deckung vor ihm? Merkwürdig. Den möchte ich jetzt mal sicher ausschalten, dass wir da nicht so viele Züge drauf verschwenden.
dann befriedige ich meine Gier. Tut mir leid, Leute. Lehrlingkern. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Techniker werden das lieben. Genau. Gucken wir mal. Vorsichtig voran. Steht keiner mehr? Das ist gut. Workstation ist im hintersten Teil vom Zug. Okay. Befehl bestätigt. Die Züge fahren rund um die Uhr. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Wie Fracht auf- oder abgeladen wird. Vielleicht geschieht es im Verborgenen. Bestätigt. Überwachung läuft. Weiter voran. Was ist da drüben? Mir entgeht nichts. Bin dabei. Na, ja, war das ein Fehler oder nicht? Mal gucken. Ah, nichts entdeckt. Gut. Dann können wir noch jemanden ein bisschen weiter vorbringen. Bin unterwegs. 8 Züge noch. Bis dahin müssen wir das Ding gehackt haben. Also Vollgas, Leute. Oder fällt die ganze Wand? Okay. Dann nach hier. Rücke aus! Du wirst unser Feuerschutz auf der Flanke. Feuerschutz! Dann mal gucken, was passiert. Nichts. Auch gut. Dann gucken wir weiter voran. Roger! Bin dabei! Irgendwie bin ich da nicht ganz so sicher, dass die uns wirklich so viel Ruhe geben werden. Wir hatten in Vergangenheit in den paar Missionen, die wir jetzt hatten, wesentlich mehr Feindwerk. Jawohl! Nichts. Beschwer mich nicht. Bestätigt. Noch nichts. Sehr schön. Das kann so bleiben erstmal, was wir uns aufgestellt haben. Los geht's! Kein Problem, Boss. Dann nochmal einen Feuerschutz hier auf der Flanke, würde ich sagen. Auf der linken. Na los, zeigt euch! Schön. Ein bisschen die hohe Deckung, die nächste. Gebe Feuerschutz! Nicht weiter, aber sie kommt aufs Dach. Ah, schade, dass hier keine Deckung ist. Geh doch mal nach da. Okay, bin unterwegs. Es verstört mich. Verstört mich, dass wir nichts sehen. Begebe mich zur Zielposition. Nichts, okay. Bin dabei. Schade, dass wir nicht nach hier kommen. Wenn es sein muss. Aber das, weil ich möchte hier ein bisschen abdecken. Habe Blickkontakt zu einer Edwin-Stelle. Nee, durch den Zug jetzt. Verdammt. Ja. Das ist dann suboptimal. Das heißt, sie macht okay, nichts, außer sich jetzt wieder in Deckung zu ziehen. Und dann verstärken wir mal die Seite. Zielposition bestätigt. Commander, haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugang. Ja, ist gut. Lass mich bitte wieder. Danke. Einer steht jetzt entweder links oder rechts von der anderen Tür. Außen. Sagen, den blenden wir jetzt, wenn wir den anderen wahrscheinlich nicht erwischen damit. Ja,
kommen eh nicht weiter wie so. Aber das probiere ich mal. Mit ein bisschen Glück ist der andere ja trotzdem mit im Wirkungsbereich. Mal schauen. Seht euch das gut an! Ja, Schwein gehabt. Beide desorientiert. Das ist auf jeden Fall hilfreich für uns. Begebe mich zur Zielposition. 45. Da sehen wir den anderen. Das ist für einer, der ist weiß. Auch ein Ingenieur. Okay. Die waren bisher immer rot. Interessant. Blendgranaten, Waffen abfeuern. Vielleicht ist er weiß, weil er nur Blendgranaten mit sich rumschleift. Mal gucken. Gehen wir einen Schuss auf den Offizier mal ab. Mal gucken, ob wir mit 45% treffen. Schade. Es bewegt sich noch. Habe kaum noch Munition. Ich würde sagen, wir wagen uns damit mal zu dem anderen Eingang. Jawohl! Na, war klar. Suboptimal. Noch ein Offizier und ein Soldat. Okay. Ja. Viel los! Dann 30er den Offizier, den anderen. Können wir unserer Kollegin da helfen? Ja, können wir. Zumindest gegen den. Oh, vielleicht auch. Vielleicht auch. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, dass das auch den unteren blendet, aber ich nehm's. Man muss ja auch mal die Spielmechaniken ausnutzen, nicht wahr? Von daher versuchen wir den Offizier da zu flankieren, würde ich sagen. Ich würde sagen so, nicht dass der Soldat uns da vielleicht flankierend passt. Und du bist noch da. Bewegung! Dann steht er vorbereitet, entweder rauf aufs Dach oder unten was tun. Da kommt noch mehr. Ein roter Ingenieur und zwei Soldaten. Jetzt haben wir den Rest. Ja, das, was ich vermutet habe, dass wir mal wieder fast alles auf einmal haben. Zum Glück konnten wir wenigstens die ersten zwei, drei Hanseln da so schaffen. Mehr Glück, als ich erhoffen durfte, dass er einmal vorbeigeschossen hat und der zweite ein Streifer war. Kann mich nicht bewegen. Sehr schön. Mehr hast du nicht drauf? Gut, mir erstmal zu, dass wir sie hier in eine bessere Position bekommen. Kein Feuerschutz, sagt uns zumindest auch das System. Würde ich sagen, wir nehmen diese Position hier. Die ist zwar rot, aber damit flankieren wir den Offizier. Und das ist derjenige, der uns hier flankiert. Wenn wir ein bisschen Glück haben, krittet's. Mal gucken. Nicht schlecht. So kann es ruhig immer gehen. Bin leer geschossen. Flankieren wir mal den nächsten Offizier. Drücke aus! Der hat sich von da weg bewegt. Das war mir jetzt entfallen. Okay, wir haben trotzdem eine Flankierung. Auf den Soldaten. Das nehmen wir natürlich. Sehr geil. Feind neutralisiert. Nur noch 5. Ich muss bald nachladen. Hat bislang funktioniert. Bestätigt. Rücke aus. Sehr schön. Feind neutralisiert.
Genau so. So und bitte nicht anders. Der Rest steht dort auf dem Dach und hinter der Säule hier. Hinter der Säule ist desorientiert. Begebe mich zu dieser Position. Wie sieht's aus? 4 Mann. Okay. Ah, da hinten ist noch der andere Offizier, der desorientierte. Okay. Beste Chancen 46%. Warten wir erstmal kurz. Ein Stückchen näher ran. Wird schon nichts passieren. Du gibst Deckungsfeuer. Gebe Feuerschutz. Du. In der Hoffnung, dass du da hinten nichts Neues aufdeckst, nach dort. Wird gemacht. Eventuell flankieren wir da. Ich hab's jetzt nicht genau gesehen. Nee, klappt nicht. Ist noch zu viel dazwischen auf jeden Fall. Achso, außerdem steht hier. Ja, okay. Verguckt. Ja. Auf jeden Fall kommen wir dann beim nächsten Mal in eine ganz gute Position und vor allen Dingen auch näher an unser Ziel. Wenn wir nur noch 5 Runden, die sie hier eingerechnet. Keine Flankierung leider. Nur halbe Deckung zu denen, die von unten feuern können. Ba-ba-ba-ba. Bringen wir sie erstmal nach hier. Schon dabei. Bisschen Safety. So, Khaled. Dein Einzug-Move ist mir ein bisschen zu kurz irgendwie. Bringen wir erstmal. Achso, erst. Ach, das war diese Runde. Okay. Das war diese Runde. Ich dachte, das war die letzte Runde, wo wir ihn zuletzt gezogen haben. Ich würde sagen, nach dort. Was ist da drüben? Mal einen Feuerschutz. Hier sind Advent-Truppen. Oh, ernsthaft? Na gut. Der steht da scheiße. Der steht da richtig scheiße. Safety first. Das muss jetzt sein. Das tue ich mir nicht an. Weil eine kann ich nicht mehr bewegen und ach komm. Immer diese Mindestschadengranaten. Brauchen definitiv eine bessere Granatenart. Den haben wir noch. Das ist die letzte. Boah. Das ist ja echt ätzend jetzt. Chance auf einen Verlust. Wobei die beiden halt noch vollen Schutz haben aus ihrer Schutzkleidung. Also noch Überlebenschance. Frage, sollen wir die 46% riskieren? Oder auf Feuerschutz plädieren? Es sind Rookies, viel besser wird's mit Deckung nicht. Also sehr viel zumindest nicht. So um die 50% mit Deckung ist noch durchaus realisierbar. Verstärkungen sind bevorstehend. Nee, ich riskier's mal. Mal gucken. Ach, schade. Nicht mal knapp. Hatten wohl schon zu viel Glück, hat's Spiel gemeint. Munitionsverbrauch. Mir geht es gut. Okay. Der hat sich für Deckung unten besorgt. Ich muss etwas Hilfe gebrauchen. Hohe Deckung, ne? Die ist bei uns nichts wert anscheinend. Jetzt und nix. Wer hat ein Medikit? Das ist
hohe Deckung. Autsch. Okay, das war der Schutz zum Glück nur. Oh, fuck. Ihn müssen wir jetzt definitiv in Sicherheit ziehen. Und dann mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir jetzt so ein paar etwas schnellere Züge machen. Okay, das flankiert den Offizier. Rücke ab. Nicht ins Schwarze. Da fuck. Munition verbraucht. Keinen Verlust riskieren. Muss nicht sein. Ziehe los. Gebe Feuerschutz. Rekruten kosten Geld. Ich hätte gerne mehr davon. Dafür sollten wir natürlich die vorhandenen behalten. Bestätigt. Ja, ich weiß. Rekruten. Gier zum Sache, sich die zu leisten. Stärken wir dann mal hier die Seite, um Druck auf den Soldaten aufzubauen. Dann, wen haben wir jetzt noch? Alice. Who the fuck is Alice? Wird. So von Rechtsverdeckung, ne? Ja. Müssen natürlich auch die Zeit im Auge behalten, ne? Ja. Also, wir werden eins machen. Hierhin. Und dann erstmal, ich hoffe diesmal wirklich, einen sicheren Kill mit der Granate durchführen. Granate geworfen! Dankeschön. Dann. Klingt machbar. Hier die hohe Deckung schnappen. Und mal den beiden die Augen zumachen. Ihre Chance versauen. Und du brauchst Deckung, eindeutig. Ich würde sagen, am besten die hier, wegen dem da unten. Ja, hier jetzt steht. Hust. Und. Okay, ich gehe. Nach dort. Richtet sich auf den Offizier. Ja, es wäre besser, den auszuschalten, weil der könnte hier rum und das dürfte wieder in eine Flankierung ausufern. Aber. Das wichtigere Ziel von den beiden momentan. Und das einfacher zu töten, ne? Wollte ich gerade sagen. Denn auch ein Streifschuss würde reichen. Aber ja. So viel dazu. Ist das. Ne, das ist kein blauer Move. Ein bisschen näher ran. Noch ein bisschen näher ran. Den haben wir noch. Jetzt hier steht da hinten. Gucken wir mal, ob wir mit einer mit einem Feuerschutz eventuell den Offizier mit ihr kriegen. Kommt drauf an, wie er sich bewegt. Eventuell. Ganz eventuell. Jetzt haben wir nur noch eine. Ein Schutzpunkt fehlt hier. Ansonsten voll da. Keine Granaten mehr. Und die Bewegungen sind eher. Meh.
hier halt nochmal ein kleines Stück vor, gute Deckung. Keine Sicht mehr auf den hier dann, aber auf den da noch. Probieren wir es mal. Mal gucken, wie dann die Chance auf den Grenadier ist. Oder Ingenieur, wie es ja bei denen heißt. Einfach nochmal zum Gucken. Der verfügt auch über Blendgranaten. Ah, okay. Na gut. Dann weiß ich nicht, was der Unterschied zwischen einem roten und einem weißen Ingenieur ist. Keine Ahnung. 41% volle Deckung. Gucken wir lieber mal nochmal einen Feuerschutz, oder? Ja, machen wir erstmal einen Feuerschutz. Machen wir sicher. Endlich funktioniert hohe Deckung mal, wie sie funktionieren soll. Und das war, was ich wollte. Bitte. Ach komm, ernst. Fehlschuss. Dieses Spiel, es hasst mich. Ich fühle mich nicht so gut. Sie hat von dort aus hohe Deckung. Und, ne? Ach, das ist doch... Okay. Dass er ihn flankiert, hätte ich vermutet, aber dass er ihn so flankiert, hätte ich nicht vermutet. Sehr mutig, der Schuss. Menace 1-5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Ja. Sie müssen zu diesem Terminal. Er ist zwar gefährdet, aber ich mach das. Verstanden, rück aus. Bleibt der weiter vorne für ein anderes Ziel frei. Und da müssten sich welche bewegen, um ihn sehen zu können. Ziel eliminiert. Keine Feuerkraft mehr. Zumindest meine ich, dass der Marker wirklich nur für die Ziele ist, fürs leichter zu treffen ist. Ne? Also nicht noch aufdeckt irgendwie besonders. Okay. Sehen wir erstmal zu, dass wir unsere Mission erfüllen. Dass wir da uns keine Gedanken drum machen müssen. Die Chance ist gut, oder? Was sagt ihr? So, Netzwerk gehackt. Bin drinnen. Und fertig. Menace 1-5, wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Tun wir. Im Schuss warte ich erstmal noch. Das Nachladen war aber Pflicht, genau wie hier. Es kann losgehen. Doch da warte ich mit dem Schuss erstmal noch. Da steht der. Das ist eine Flankierung, sehr geil. Geht in Ordnung. Das machen wir. Sehr schön. Genau so. Heute so weit hinten. Ach, wie gemein. Munition alle. Bin hier hin und den flankieren. Und hohe Deckung gegen die anderen haben. Ist plausibel. Aber das Spiel mag uns heute nicht. Bestätigt. Oder? Ja, gut, 97%, also das wäre schon wirklich, das Spiel mag uns nicht. Ziel eliminiert. Danke, Spiel. Einen kleinen Hoffnung schon mal lässt du mir noch über, das finde ich nett von dir. Finde ich wirklich nett von dir. Das müsste eigentlich hohe Deckung sein, oder nicht? Nee, halbe. Zumindest von hier und da, warum aber von da nicht? Komisch. Dann nehmen wir erstmal die hohe Deckung hier. Position bestätigt. Ran an den Feind. Prozent. Oder lieber nochmal ein Stück näher ran. Nerven wir ihn? Flankieren wir den Ingenieur? Natürlich.
natürlich die Frage, was der Offizier macht. Wenn er sich nach hier bewegt, könnte das eine Flankierung ausarten. Aber trotzdem. Und ab geht's. Das wage ich mal. Markieren wir den Ingenieur. Setzen Sie hier auf Feuerschutz. Und auch. War da unten nicht noch jemand? Ach nee, das war sie hier oben, die wir haben nachladen lassen. Dann sie auch auf Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Der hat 5 Punkte. Verdammt. Blendgranate? Ja. Ich nicht konzentrieren. Okay. Wollt ihr mich veräppeln? Ich tue klar etwas. Das ist der zweite Schuss durch die hohe Deckung von dem, keine Ahnung, Licht oder was auch immer das sein soll, der durchgegangen ist. Wie soll man da dann noch dann Deckung vertrauen? Ganz ehrlich. Ich muss nachladen, das macht es natürlich jetzt blöd, ansonsten wäre ich hier rum und hätte ihn flankiert. Holen das Nachladen geht vor. Und dann lieber einen Feuerschutz nutzen. Bitte Feuerschutz. Denn wir haben ja noch andere Leute, die hier Rache ausüben können. Machen wir dann so. Okay, ich gehe. 100%. Bye bye. Noch einmal eine Chance, dass unser Soldat überleben kann, weil sie ist noch 3 Runden erstmal am Verbluten. Das ist nicht exklusiv, oder? Das heißt, wo war der andere? Hier irgendwo doch, oder? Ein hier hinter der Deckung steht er. Wir sehen ihn nur gerade nicht. Wahrscheinlich auch durch den Desorientierungseffekt. Nutzen wir hier den Move erstmal so ein bisschen als Scouting. Los geht's! Ja, da ist er. Da sehen wir ihn nicht. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Trotz Fenster. Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Erstmal nicht. Wen haben wir noch? Stehst du dort? Du musst nachladen. Immer spaßeshalber, wie weit kommst du mit dem Ding? Natürlich auch, aber die Kollegin, die da drin ist, ist schon desorientiert. Von daher, egal. Das nutzen wir mal. Ach, ich hätte das noch nachladen müssen. Verdammt. Das habe ich jetzt verspielt. Verpeilt. Setzen wir ihn unter Druck. Du bist der Letzte, der noch da ist. Bin gleich da. Persönliches. Das ist System. Nicht explosiv, oder? Ja, genau so habe ich es mir gedacht. Stehe unter Beschuss! Feindliche Verstärkung im Anmarsch! Das muss nicht sein. Töten wir ihn schnell. Schon unterwegs. Dann sehen wir zu, dass wir unseren Verbündeten einen Skyranger schaffen. Wieso kriege ich den jetzt nicht? Evakuiere XCOM-Soldaten. Was übersehe ich gerade? Wo ist das Evakuierungsfenster? Wenn ich es nicht selber setzen darf.
Wir sind doch durch. Ich will jetzt wirklich an sowas ein Leben hängen. Ach, Spiel, bitte tu mir das nicht an. Was ist da drüben? Jetzt darf ich setzen. Das ist ja merkwürdig. Aber wenn der in 5 Runden erst eintrifft, verblutet uns unser Soldat. Das ist doch zum Kotzen, oder? Was sagt ihr? Ich find's echt schlecht. Das finde ich jetzt echt schlecht. Nehmen wir eine Position, die sich ganz brauchbar verteidigen lässt. Evakuierung, jetzt! Oh, wie gemein. Hier Firebrand, Evakuierungsanforderung bestätigt. Das ist richtig gemein jetzt. Waffe geladen! Und noch da hinten. Schon gezogen? Nein. Dann tu mir den Gefallen und nehmen sie mal auf. Ich glaube, sie verblutet uns trotzdem, auch wenn er sie mitnimmt. Verstanden. Nehmen wir sie auf jeden Fall mit. Niemand wird zurückgelassen, egal in welchem Zustand. Okay, und dann suchen wir uns gute Positionen zum Verteidigen dieser Position. Würde ich sagen, da. Los, los, los! Ist eigentlich schon sehr gut die Position, deswegen nachladen. Oh ja! Bestätigt! Überwachung läuft! Dann an der Tür würde ich sagen. Bin schon unterwegs. Nachladen? Oh ja! Kann man eigentlich so lassen? Scanner Gebiet. Kommen Sie. Was kommt? Eine Hütte habe ich gesehen. Eine blaue Rüstung. Ein Ingenieur und ein Soldat. Okay. Hat er sie abgesetzt auf welcher Seite? Bei anderen, so wie es ausschaut. Okay. Aktuell gerade nicht ganz passend. Sie verlagern ihren Angriff. Ja, schön, dass sie immer noch verblutet. Wir können nichts gegen tun. Und der Skyranger braucht zu lange. Ach, wie mich das gerade anätzt. Bin unterwegs. Wie mich das doch gerade anätzt. Sehr schön. Größte Nervensäge aus dem Trupp ausgeschaltet, bevor er nerven konnte. Du trägst. Das heißt, du bleibst da hinten. Du noch nicht. Erstmal nach da. Wird schon nichts passieren. Feuerschutz. Na los, zeigt euch! Wo kannst du dich denn so schönes aufstellen? Das gibt noch eine Flankierung. Das probieren das wir. Kann ich machen. Hoffentlich macht der dann überlebt und dann keine großen Sorgen. Sofern Munition nicht beide knapp. Überleben. Danke, Spiel. Brauchen wir dann vorne. Du musst Gas geben. Mal nach hier. Okay. Mit seinen 2 Lebenspunkten ist nicht gerade die allerbeste aller Positionen. Du. Bleibst du da oder suchst du dir noch eine andere Position? Du bleibst da. Dich. Okay. Grabenkampf, so Haut an Haut. Wir stellen uns verdammt eng. Der blöde Ingenieur steht noch, ne? Mal riskieren. Position bestätigt. Natürlich die bessere Chance auf den Soldaten jetzt, ne?
Ingenieur will ich weg. Ah, wenigstens mal streifen. Muss mich zusammenreißen. Ist denn wirklich zu viel verlangt? Achso, das ist der, der sich nicht bewegen soll. Du stehst nicht so toll. Da bringen wir dich erstmal hier rum. Schon dabei! Der letzte, das heißt, zu beenden. Verdammt, brauche Deckung! What? Wir haben mich getroffen! Ah, den hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber das habe ich vermutet. Und wie viele? Hier vorne hin, Tiere. Oh, drei Stück. Okay. Mach ich. Das einfach. Okay. Soldat? Geht in Ordnung. Bewegt er sich auch nicht mehr? So, desorientiert, desorientiert, desorientiert. Du aber nicht. Aber nicht möglich irgendwie zu flankieren. Du aber schon. Du hast sogar schon flankiert. Ah, behalten wir die hohe Deckung bei. Sehr schön. Feind vernichtet. Das war mein Gedanke. Munition ist knapp. Du nicht. Du Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Du nachladen. Es kann losgehen. Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Nachladen. Ich bin bereit. Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Feuerschutz. Scanne Gebiet. Und Zug beenden. Oh, dass der Sky Ranger so arschig lange braucht. Sie haben Verstärkung gerufen. Ah, die kommt in einem Zug dann auch noch. Ah, okay. Mein Fehler. Ich hätte jetzt gedacht, es dauert noch länger. Überdenken ist bekanntlich ja nicht wissen. Glück müssen sie sich erstmal aufstellen. Advent-Truppen gesichtet. Der Feind bewegt sich! Sie flankieren uns! Sie haben Verstärkung gerufen. Gut, wir können aber abhauen. This is Firebrand. It's time to go. Und das tun wir dann auch. Es sollte eigentlich jeder in Reichweite sein. Oh, außerdem da ganz... Nee, doch, passt. Auch du, ja, mit Rennen. Passt, passt, passt. Alle kommen rein. Dann evakuieren wir mal nach und nach. Alles klar! Rücke zur Zielposition vor. Hatte ich es nicht eins weiter links gesetzt? Okay. Okay. So. Noch wen? Was ist da drüben? Tempo. So, das ist jetzt so nach und nach. Position bestätigt. Einfach ab in den Bereich. Okay, ich gehe. Das eigentlich alle gewesen sein? Mal gucken. Ich bin weg. Mal. Alle überlebenden X-Kommagenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Okay, also im Gedächtnis halten, Sky Ranger braucht arschig lange, bis er kommt. Und deswegen, wenn abzusehen ist, wann die Mission durch ist, höher zünden.
Der Tod war nicht notwendig, aber wir haben ihn jetzt und auch 4 Verwundete wieder. Das setzt unsere Einsatzkräfte natürlich ordentlich unter Druck. Mal gucken, wie es weitergeht. Und mal gucken, was die Überlebenden jetzt so gelernt haben aus der ganzen Sache. So, wie ihr seht, ist die Sterblichkeitsrate etwas höher wie noch in unserem Vanilla-Playthrough. Wobei, echt ungerecht. Wirklich echt ungerecht. Der Scheinwerfer war als hohe Deckung ausgewiesen. Und zweimal hat der Offizier dran vorbeigeballert. Echt. Aber, that's XCOM. Genauso wie, dass wir mit über 70% und 80% dran vorbeischießen. Ich meine, ist ja immer noch genug prozentual Chance, um nicht zu treffen, ne? Gucken wir mal. Kesia wird zum Techniker. Wir haben unsere zweite Technikerin. Oder Techniker. Kann man ja auch noch umändern. Ein weiterer Schütze über Yutaka Yamamoto. Noch ein Techniker über Galet. Letizia Flores wird zum Shinobi. Einmal Karimov zum Grenadier. Neuer Scharfschütze über Alice Rice, okay. Setzen wir ein Denkmal. Und befördern wir noch Frau Jackson zum Spezialisten, sehr gut. Der Trupp braucht natürlich auch einen Heiler. Und beim nächsten Mal jeder Trupp mindestens 2 Medikits, würde ich sagen. Weil sowas hätte sich verhindern lassen können. Okay, wir haben ein paar PKS ergattern können mit Mobilität. Mit Reduzierung von Nahkampfschaden. Auch cool. Ist gut für unsere Shinobis zum Beispiel. Die natürlich auch von Geschwindigkeit profitieren können. Das ist. Ja. Durchaus interessant. Schalldämpfer Leon-Kern. Wie gesagt, da warte ich noch mal ein bisschen, bis wir etwas bessere Waffen bekommen, bevor ich die einsetze. Und dann kriegt jeder mal so seine erste persönliche Waffe, würde ich sagen. Ansonsten. Müssen wir abwarten. Vorratslieferung kriegen wir erstmal. Ist gut. 76 Einnahmen sind natürlich jetzt nicht der Riesenhammer. Jetzt können wir ja mal ein bisschen. Müssen wir nur dran denken, dass wir es wieder zurückstellen dann. Ein bisschen pimpen, kurz bevor es passiert. In die Widerstandsverwaltung. Gehen nach Ostasien. Oh, hier haben sie ganz gut rekrutiert mittlerweile. Finde ich cool. Da sind jetzt 2 Versteckte. Mal auf Versorgung umstellen. Und einen der Rekrutierer stellen wir auch mal auf Versorgung um. Und hier ist auch ein neuer aufgetaucht. Und dann machen wir das so, würde ich sagen. Später nochmal einen Rekrutierer jeweils nachziehen, damit die Gruppen natürlich noch größer werden und uns Rekruten beschaffen. Mal gucken. Ah, okay. Nee, funktioniert eh nicht. Schade. Ich hoffe, dass wir es damit vielleicht kurz vor Schluss nochmal pimpen können, aber ja. Das Spiel hat anscheinend doch eine Maßnahme da dagegen. Dann setzen wir wieder einen Rekrutierer mehr je Standort ein. Und dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer. Und wo und wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt, habt ihr natürlich noch hoffentlich viel, viel Spaß am restlichen Tag. Für heute allerdings sagen die Jungs und Mädels von XCOM und auch ich erstmal ciao.